Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Ich will kurz noch herzeigen, ausrüstungsmäßig, wir müssen leider etwas aufpassen. Und zwar, ich habe jetzt relativ, also ich habe allen Teammitgliedern Ausrüstungsgegenstände gegeben, die noch relativ viele AP brauchen. Hier in dem Fall den Protect-Ring für Zidane, den er sowieso schon gehabt hat. Für Mahagon den Reflect-Ring. Eiko hat sowieso den Reinkarnat-Ring schon gehabt. Und für Freya den Schwur-Ring. Das hat folgenden, auch für Mahagon habe ich die, nehme ich auch gleich die Veos-Krale. Das ist quasi die stärkste Waffe, die haben wir letztes Mal, glaube ich, ausgegraben. Und die Allzweckweste, obwohl ich eigentlich schon die, glaube ich, die Mithril-Weste angefangen habe. Deswegen, weil bei der Allzweckweste noch 20 Punkte fehlen. Denn wir gehen jetzt hier rein und suchen die nächste freundliche Kreatur. Das Problem bei der freundlichen Kreatur ist, die bringt uns sehr viele AP und wenn wir jetzt überall Ability abdrinnen haben, bekommen wir sehr, sehr viel AP jetzt. Und ich will die irgendwie nicht verschwenden, deswegen die Ausrüstungsgegenstände, die ich habe. Und dann... Und da ist auch schon eine freundliche Kreatur. Schauen wir mal, was da für ein... Was es für ein Gegner dieses Mal ist, oder was für ein Freund. Ey, was ist denn das für ein Typ? Vor allem, was will der von uns? Der will nämlich keine Jadesteine mehr, sondern etwas anderes, einen Emerald. Okay. Schauen wir mal, ob wir sowas überhaupt haben. Ah ja, zwei haben wir, Gott sei Dank zwei. Das ist ja knapp. Aber er will, glaube ich, sowieso nur einen. Wenn ich mich recht erinnere. Cool. Er sagt gar nichts darauf. Oh, der Federrochen. Und? Okay. Und er sagt es leider nicht, aber erstens mal bekommen wir 40 AP und mit Ability Plus, mit Ability Up bekommen wir 80 AP. Das heißt, wir haben jetzt relativ viel fertig gelernt und wir haben einen Mondsplitter bekommen. Schauen wir mal, wie unsere Ausrüstungsgegenstände jetzt ausschauen. So, dann werden wir das Ganze wieder mal... Den geben wir wieder... was haben wir hier? Haben wir irgendwas anderes zu lernen? Nicht, oder? Okay, den lassen wir hier mal. Oder sollen wir den fertig lernen? Nehmen wir mal... Oh, was haben wir hier? Da gibt es nichts. Federstiefel sollten wir vielleicht lernen. Fußkette sollten wir auch lernen. Springerstiefel mit Stärkebonus. Dann machen wir die mal. Der Reinkarnatring bei Eiko ist fertig. Sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt... Phönix. Könnten wir auch lernen. Fenrir könnten wir auch weiter lernen. Oh, so viel zu lernen bei ihr. Der Flammenring mit Konzentrieren. Machen wir den mal. Okay. Was sonst irgendwas? Nein. Und der Schwurring ist auch fertig für Freya. Sehr toll. Dann werden wir gleich die nächste große Ability angehen. Was haben wir hier? Ah, 95. Immer Refleck. Ja, machen wir immer Refleck weiter. Das ist ganz gut. Gut, der Rest ist quasi gleich geblieben. Wir schauen nur, ob wir für Magon noch irgendwas anderes. Genau. Dann nehmen wir die Auto-Potion, weil den Exorzismus, den lernen wir dann, wenn wir ihn wirklich brauchen. Lichtrub ist auch fast fertig. Gibt es nichts Neues? Gibt es auch nichts Neues? Passt, das war's schon. So, was haben wir sonst noch? Ich bin übrigens offscreen draufgekommen, ich kann ja gar keine Frösche fangen, weil Kino ist ja gar nicht dabei. Gut, das macht nichts. Wir schauen jetzt kurz mal an, wo wir hin müssen. Und... Also, ja genau, den Chocobo-Schatz, den ich vergessen habe, wo ist er? Die trockene Insel ist nicht allzu tragisch. Insel am Rand? Okay. Ist nicht allzu tragisch. Es gibt zwar ein Item, was ganz gut wäre, es zu haben, aber wir bekommen das Item auch auf anderem Weg, später noch. Und wir suchen jetzt mal einen Eulwert, das machen wir gleich mit dem Chocobo. Allerdings werde ich dann, ich werde das irgendwie anders machen. Und zwar, wie geht das genau? Wir müssen da schauen, wie wir gehen können. Der Weg nach Eulwert ist nämlich ziemlich kompliziert. Deswegen am besten gut zusehen und etwas Nachsicht haben mit mir. Ah, wir müssen da rechts gehen. Und dann links, glaube ich, ja. Und dann... Ich glaube rechts wieder, oder? Ja, wir müssen rechts gehen. Der Weg ist ziemlich verwinkelt und ohne Chocobo kann man prinzipiell nicht über die Klippen drüber gehen. Deswegen
zeige ich den Weg mal so her. Ich werde ihn auch gehen zu Fuß, allerdings mache ich das offscreen, weil das viel zu lange dauert. Auf jeden Fall, so würden wir nach Olvert kommen, wenn wir keinen Chocobo hätten, weil da hinten, da ist Olvert. Ich werde jetzt zurückgehen zum Luftschiff, meinen Chocobo beim Luftschiff stehen lassen und zu Fuß nach Olvert gehen. Und wenn ich damit fertig bin, dann sehen wir uns direkt vor Olvert. Wo ist das Luftschiff eigentlich? War ich jetzt irgendwie... Ah ja, da vorne. Und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns direkt vor Olvert wieder. Und wir werden sehen, ich werde einige Abilities lernen, während ich hinlaufe und ja, wie die Ausrüstung nachher anschaut, das seht ihr dann. So, wir sind direkt vor Olvert jetzt und bezüglich ausrüstungsmäßig hat sich tatsächlich nichts geändert. Ich habe Margon jetzt den Plattenpanzer gegeben, um Exorzismus zu lernen und Eiko die Heiligenrobe statt der Lichtrobe, weil sie mit der Lichtrobe schon fertig ist. Und ja, Sanctus auch ziemlich viel AP braucht. Das hätte ich eigentlich können vor der freundlichen Kreatur machen. Na egal. Ist nicht so tragisch. Der Rest ist gleich geblieben. Und wir gehen jetzt mal rein. Und wichtig sich zu erinnern, was Kuja gesagt hat. In Olvert ist es nicht möglich zu zaubern. Und für die, die es nicht wissen, die Musik, die hier spielt, ist quasi die Musik aus dem, Startscreen. Also wenn man ein neues Spiel oder Spielladen aussucht, hört man immer diese Musik, zwar in einem anderen Ton, aber macht nichts. Und wir wollen hier mal ja, Mimosa fragen, ob er einen Brief hat. Und natürlich bringen wir Moel gern den Brief. Und dann schauen wir noch in den Mockshop, da gibt es nämlich einiges zu kaufen. Oh, wow, wow. Den Dreizack. Unbedingt kaufen. Die, was machen wir da? Die Elfenflöte. Was machen wir sonst noch? Die... Edelfäust, einen Edelfäustling noch. Wir haben zwar schon einen, aber die, ja genau, die sind gegen Wasser gut und das können wir bald brauchen. Was haben wir dann? Die Egoistenreife kaufe ich noch. Ah, kaufen wir noch drei dazu. Dann haben wir das Ding, die Baskenmütze. Kaufen wir drei oder vier? Ja, kaufen wir nur drei. Einen Judo-Kittel. Und einen eine Goldrüstung, haben wir noch was vergessen. Das war's schon. Aber wir könnten auch einen Carbonados kaufen, allerdings finden wir eins bald und nachdem es sowieso nur Steine ausrüsten kann, lassen wir es hier mal. Und hier können wir noch das letzte Mal haben wir das, uns heilen. Machen wir auch gleich. So gut wie möglich. Wir können nur heilen, also wir können mit Eiko nur zaubern, wenn wir draußen sind. Und ich werde auch meine Ausrüstungen jetzt umstellen und ja, und wenn ich damit fertig bin, sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind fertig mit dem Anlegen von unserer Ausrüstung. Und zwar Baskenmütze für Sidan, die wir gerade erst gekauft haben. Schurkenreif, Galakittel, den wir glaube ich gefunden haben in einem Chocobo-Schatz und der Protect-Ring bleibt natürlich. Margon, die Vajaskralle, weil sie die beste ist. Baskenmütze, Egoistenreif. Plattenpanzer für Exorzismus, das werden wir allerdings dann später auf den Judo-Kittel ummünzen, weil HP plus 10 natürlich auch gut ist. Und der Reinkarnator-Ring, weil wir wieder etwas brauchen, womit wir arbeiten können. Die Elfenflöte für Echo, Baskenmütze Egoistenreif, deswegen, weil Zauberarmreif wäre cooler, aber sie kann sowieso nicht zaubern, Neulwert, deswegen ist Egoistenreif besser. Heiligenrobe für Sanctus und Flammenring für Konzentrieren. Freya mit der Polarlanze, dem Genji-Helm, den wir auch gefunden haben letztes Mal schon. Das Problem ist nur, ich habe ihn, also den haben wir mit dem Chocobo-Schatz, glaube ich, mit dem zweiten Chocobo-Schatz auf dem Kontinent gesammelt. Allerdings habe ich ihn vergessen auszurüsten. Deswegen hat er noch keine Punkte in HP20 drinnen. Genji-Fäustlinge, Goldrüstung, die wir auch schon gekauft haben vorher gerade. Und Hermes-Stiefel, weil wir wieder was brauchen, womit wir arbeiten können. So, dann Abilities. Was wollen wir bis dann haben? Autohaus. Wir brauchen nämlich. Haben wir das nicht, sondern. Ah ja, Götterspeise. Ziemlich wichtig, weil einige Gegner hier versteinern können. Und das wollen wir natürlich nicht. Was wollen wir sonst noch? Sonst brauchen wir nicht gar nichts. Ah ja, nehmen wir die Holzsauger dazu, damit wir nicht überrascht werden. Wo ist das? Da ist es. Bei Mahagon. Wo sind wir da? Ich hab's mir eh aufgeschrieben. Okay. HP 10, oder?
Habe ich gar nicht. Oh, okay. Fehlt mir etwas. Und zwar, wir brauchen den Zontauben. Den Herzausstein brauchen wir auch. Damit wir schauen, was wir da Konter wegnehmen. Herzausstein ist besser. Ja. Kannibale auch. Level up, Ability up. Und. Oh, Moment mal. Götterspeise und noch etwas brauchen wir. Oh, Adrenalin sollten wir auch ausrüsten. Das sollten wir vielleicht die da noch machen. Haben wir nichts. Eieiei. Haben wir was, was wir wegtun können? Immer best im Töter. Weil Adrenalin, das ist verhindert Stopp und das ist ziemlich wichtig. Ah, ich weiß es. Bei Aiko. Was haben wir bei Aiko? Auto hast. Haben wir auch noch nichts. MP50. Ja, ist okay. Level up, Ability up. Götterspeise und. Adrenalin können wir uns noch nicht leisten, aber bald wahrscheinlich, weil wir bald im Level aufsteigen. Bei Freya dasselbe. HP 10. Nehmen wir das weg. Und nehmen wir stattdessen das, das und. Haben wir sonst noch was? Ja, Kannibale vielleicht noch. Und natürlich Adrenalin und Götterspeise. Und Ability Up und Level Up ist natürlich quasi klar jetzt, dass das quasi immer auszurüsten ist. Oh, da haben wir schon den ersten Kampf. Ich wusste gar nicht, dass man draußen auch kämpfen kann. Okay, ist das erste Mal passiert für mich. Okay, wie sieht's aus? Ah, das sind noch solche, ja, die kennen wir ja schon. Aber wir schauen uns gleich mal an, wie viel Schaden Maragon jetzt macht. Mit seiner... Okay, Aiko brauchen wir jetzt nicht mehr angreifen lassen mit der komischen Flöte. Aber Freya und Maragon dürften ganz gut Schaden machen. Ja, vor allem Maragon. Sehr schön. Gut, machen wir mit Aiko, da können wir noch unsere Mana-Punkte verprassen hier. Und dann fertig angreifen. Sollte nicht allzu schwer sein. Ich werde jetzt nochmal zurückgehen zum Mogri und noch ein Zelt nehmen, damit Freya... Ah, wir haben Stärkebonus nicht ausgerüstet. Das ist egal. Brauchen wir nicht zurückgehen. Dadurch, dass wir Stärkebonus nicht ausgerüstet haben, brauchen wir die Mana bei Freya sowieso auch nicht. Oh ja, wir brauchen die Mana vielleicht nachher noch. Aber drinnen ist auch noch ein Mogri. Können wir drinnen auch noch machen. So, da. Okay, und was... Ah ja. Hier geht's dann rein nach Eulwert. Nach dem Kampf. So, und da haben wir schon. Irgendwer ist jetzt von Traurigkeit betroffen, also wir den Gieserkraut heilen. Oder auch nicht. Nein, das ist es auch nicht. Ah, wie heile ich denn das Zeug jetzt? Oh, Baldrian, natürlich. Verdammt. Ich hab fast vergessen. Das war nämlich wieder ein Oger und der kann mit einigen Angriffen auch so... Ist das Trauer? Ich glaube, das ist Trauer in uns, also... auf uns drauf zaubern und das ist natürlich sehr unangenehm. Aber solange wir von den Ogern immer, oder Jausenpriester heißen, ich weiß nicht warum ich Ober sag, solange wir von den Jausenpriestern immer stehlen, haben wir genug Baldrian, um das quasi immer aufzuheben. So, und jetzt geht's endlich rein nach Oelwert. Lange genug hat's gedauert heute. Verdammt. Bin ich wieder fast am Ende der Folge. Okay, da hinten gibt's noch eine Schachtel, oder eine Kiste, Schachtel, wie auch immer. Allheilmittel. Und bevor wir woanders hingehen, gehen wir mal nach rechts. Da kommen wir nämlich zu etwas, was ich vorher schon erwähnt habe. Da ist nämlich wieder Stillskin. Juhu! Und ich schau kurz. Ja, ich habe hier genug. Ich habe hier zu wenig High Potions. Also. Genau, die kaufen wir uns für 8 Gil. Ganz okay. Und hier werden wir bei dem Mogul erstens einmal den Brief abgeben. Wir lesen natürlich auch gleich. Das war jetzt leider zu schnell. Okay, sorry. Wenn lesen will, soll kurz passieren. Und wir bekommen eine Kuh-Bonus. Juhu! Und wir wollen auch gleich zelten, um uns auf nächstes Mal vorzubereiten. Wo wollen wir eigentlich hin? Ah ja, genau. Ich weiß schon wieder. Und was es in Albert alles zu entdecken gibt, wo wir den komischen Stein für Kucha finden und warum wir hier nicht zaubern können. Das erfahren wir nächstes Mal. Na gut, das mit Zauber vielleicht nicht, aber den Rest erfahren wir nächstes Mal, wenn es da ist. Let's play Final Fantasy 9. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.